sind in der Gemeinde Schwabhausen. Der Ort liegt etwa 7 Kilometer von Dachau entfernt. Wahrscheinlich haben sich schwäbisch-alemannische Stammesteile im Gemeindegebiet angesiedelt. Das ist zwar nicht belegbar, würde aber mit der damaligen Politik korrespondieren und würde den Ortsnamen Schwabhausen erklären. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind jetzt hier in Stetten und treffen gleich den Altbürgermeister Josef Baumgartner und der erzählt uns, was hier hinter diesen Mauern gerade entsteht. Herr Baumgartner, was ist das hier für ein Gelände? Oder war das hier für ein Gelände? Das war mal ein großes Holzwerk. Das bestand aus Sägewerk, Zimmerei, Schreinerei, alles, was mit Holz zu tun hat. Und wurde so Stück für Stück dann reduziert und ist immer kleiner geworden. Und dann wurden die Anlagen vermietet. Und in dem Raum hat sich dann so im Laufe der Zeit eine kleine Künstlerkolonie entwickelt. Aha. Also seit wann sind die ersten Künstler hier eingezogen? Das war schon vor ungefähr 7, 8 Jahren. Mhm. Und jetzt momentan ist gerade ein kleiner Umbruch. Es sind einige ausgezogen und kommen ein paar neue. Mhm. Und ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Ja, das glaube ich. Und jetzt schauen wir gleich mal rein, weil ich bin gespannt, wer da jetzt gerade arbeitet. Ja, genau. Okay. Und als erstes treffen wir im Obergeschoss Caroline. Ihr Atelier wirkt auf mich fast wie eine fertige Ausstellung. Deswegen frage ich Sie, warum die Gemälde so schön an der Wand hängen. Damit ich sehen kann, mache ich was nicht. Mhm. Das ist schon irgendwo, wenn man muss ein bisschen Abstand kriegen. Und dann schaue ich es mir halt immer wieder an und manchmal arbeite ich halt wieder dran. Mhm. Also es ist ja nicht... Manche sind wirklich so, dass ich sage, die lasse ich jetzt einfach stehen. Aber manche ist es wichtig, dass sie auch rumstehen, dass ich das also sehen kann, ob ich jetzt das wirklich so haben möchte, wie es jetzt ist. Also das heißt, manchmal machst du nach einem Jahr dann sogar ein Bild nochmal weiter? Ja. Weil deswegen stehen sie ja auch rum, weil ich sitze dann manchmal in meinem Stuhl und dann schaue ich und dann denke ich, das kann noch besser werden oder es ist schon irgendwie so ein Prozess im Grunde eigentlich. Und du bist schon länger hier jetzt, ja, oder? Ja. Wie lange bist du schon 25 hier? Jahre. 25 ja, Jahre seid ihr hier jetzt in den gerade Räumen. Da gesagt, ja. Der Paul war der Erste mit und ich bin ein Jahr später gekommen, also 24 bin ich da. Okay, dann schauen wir jetzt auch noch rüber zum Paul. Und Paul, du warst also der Erste, der hier eingezogen ist. Genau so war es. 1995 wurde mir das angeboten. Und ich sagte damals eigentlich, das ist wie ein Lottogewinn. Das glaube ich. Dass man diese Räume so einfach, so loftartiger Charakter, man kann sich ausbreiten, es ist einfach wunderbar. Mhm. Und es ist ein Rückzugsort, wo man, ja, wie man halt sieht, man kann die Sachen hier stehen lassen, man kann hier arbeiten, man kann hier sich einfach mal auch wieder regenerieren, geistig und wieder weitermachen. Und so entstehen halt das Prinzip meiner Arbeit ist die Farbe. Und es ist egal, ob das dann gegenständlich oder abstrakt ist. Es ist changiert zwischen Gegenstand und Abstraktion. Aber das Wesentliche ist immer die Farbe. Mhm. Ja, und da 25 Jahre arbeiten zu dürfen, ist schon ein tolles. Ja, vielen Dank, Paul, dass wir in deinem schönen Atelier sein dürfen. Mich hat es sehr gefreut, und freue mich dann auf eine gute Resonanz. Ja, das werden wir weitergeben. Hallo Christiane. Hallo. Das ist hier dein Atelier. Ja. Was machst du? Also ich bin total glücklich, dass ich hier sein darf seit März und ich mache Lichtskulpturen aus Alabaster, den ich seit 15 Jahren entdeckt habe. Vorher komme ich... Also Alabaster, das ist der Alabaster, genau. Das ist ein Stein, gell? Oder? Alabaster ist ein Stein, es ist ausmineralisiertes Meereswasser, wir haben Ionen und der ist total transparent. Und da sieht man so ein bisschen, auf der Seite habe ich Lichtskulpturen entwickelt, also mit transparente, durchscheinenden Lampen, LED-Technik, mit der ist das halt möglich jetzt. Ganz schön. Also das heißt, du machst dahinter später eben eine Lampe, dass das hier jetzt dann durchleuchten wird. Genau. Wow, also ganz schön. Ja. Was steht noch so rum hier? Was kannst du uns noch zeigen? Was und arbeitest dann du noch gerade? Umstülpungen. Wie nennst du das? Umstülpungen. Umstülpungen. Das ist auch ein Thema von mir, was ich seit 7 Jahren entwickle. Das ist ganz aus meinem Inneren gekommen. Also Umstülpung ist wie Endoderm, Ektoderm. Das ist der Anfang des Lebens. Mhm. Und diese drei Urschläuche, die wir haben,
die sich entwickeln, die stülpen sich ein, aus und um und dadurch entstehen unsere ganzen Organe, unser Gehirn, alles entsteht dadurch. Stimmt, und das Thema ist genial. Ja, und ich greife das jetzt künstlerisch auf mit den Menschen, weil ich sehe, dass wir eigentlich in so einer Zeit sind, wo wir eigentlich auch das Innere wieder umstülpen müssen, um zu was Neuem zu kommen. Spannend. Vielen Dank, dass wir mal kurz reinschneiden durften. Danke. So. Sabine, das ist also dein Reich hier. Genau. Was machst du? Ich bedrucke mit Transferdruck Fotos, die ich mache, auf Holz. Das zum Beispiel sind Sitzkästen für Bier, Sitzbretter für Bierkästen. Ja, also wie man es da so sieht, wie hier, gell? Genau, die haben auf der Rückseite vier Klötzchen, dass es nicht verrutscht. Oder Holzpostkarten oder Hocker vom Flohmarkt, die ich herrichte. Wunderschön, oder ja. Oder Schachteln. Also im Grunde kann ich alles aus Holz kann ich dann bedrucken. Ganz toll. Und das und auch alle, immer hier gesagt, so mit Münchner Flair. gerade ja. Zumindest. Also auch gerade so Graffiti-Sachen, die sind die meisten eigentlich aus München. Und, und wie lange bist du schon hier? Ich bin auch noch nicht so lange. Ich bin jetzt seit April da. Auch, also es ist wirklich jetzt die neue Künstlerriege, genau. Die sich hier ansiedelt. Ein ganz im Umbruch. Boah, Stefan, darf man das anlangen? Ja, gerne. Das ist dafür gedacht. Ja, ist dafür gedacht. Das ist wirklich. Was ist denn das? Quasi das Marmor. Das ist jetzt einer aus Carrara. Ist handbearbeitet, hat im Endeffekt eine Struktur, die, wirst du ja merken, ist ein bisschen so samtig. Ja, und kann man ja wirklich. Ist jetzt bloß der Nachteil, dass es jetzt ein bisschen kühl ist. Wenn die dann Zimmertemperatur haben, ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und ja, also du machst so Steinskulpturen. Genau. Und hier sind die auch, sind die noch im Arbeit oder schon fertig? Die sind jetzt noch in Arbeit. Aha. Das ist jetzt quasi eine, die vorm Feinfinish ist. Und da kommt dann, wenn du da anlangst, merkst du schon, ist ein bisschen eine andere Oberfläche. Muss man jetzt alles halt mit der Hand noch nachschleifen. Und das ist jetzt mal ins Figürliche rein, wo ich dann auch eben mit der Oberfläche dann auch ein bisschen rumspielen möchte und dann auch wieder was zum Begreifen sozusagen. Schön. Und, du bist auch ganz, ziehst gerade hier ein? Genau. Ich bin jetzt seit Freitag da. Man sieht jetzt ja hier überall noch ein bisschen chaotisch. Wir bauen jetzt noch Galerie und das ist ganz ein bisschen gemütlich. Und dann aufs Sofa, eine kleine Kaffee-Ecke. Und das Wichtigste, oder? Sofa-Kaffee-Ecke. Ja, wenn man den ganzen Tag lang am Bildhauen ist, dann... Nein, braucht man ein bisschen Pause, ein bisschen inspirieren lassen. Ja. Ich habe das dann zu zweit mit der Madeleine, die ist jetzt leider heute nicht da. Und geht auch in Richtung Marmor, Alabaster. Eventuell kommt ein bisschen Holz dazu, das schauen wir jetzt mal. Ja, okay. Danke. Ja, dann viel Erfolg beim Einrichten. Ja, danke. Macht schon jetzt Spaß. Ja, das glaube ich. Wir sind im Ortsteil Stetten und sind begeistert vom Elan und dem frischen Wind der jungen Künstler, die gerade ihre Ateliers beziehen. Und wir haben jeden einzelnen von ihnen kurz besucht. Stefanie, was ist das hier? Das kenne ich nicht. Also das ist ein Siebdruckkarussell, wo man eben mehrere Druckfarben einspannen kann, weil im Siebdruck muss man in mehreren Ebenen übereinander arbeiten. Dass ich sozusagen das erste Motiv, wenn es mehrere Farbebenen hat, die erste Ebene Farbe drucken kann, dann kann ich es weiter drehen und die zweite Ebene draufdrucken. Genau, und das eben jetzt hier in dem Falle sechsmal. Das ist jetzt ein recht großes, altes Karussell. Wie alt ist das? Weißt du das? Das ist eine gute Frage. Also ich habe es bekommen und da hat es schon 30 Jahre auf dem Buckel. Wow. Also schaut ganz toll aus. Wahrscheinlich ist es schon älter. Und bist du dann auch schon länger hier? Nee, ich bin jetzt gerade letztes Wochenende eingezogen. Ja. Genau. Und zeig mal, was kommt dann so raus, wenn du das verwendest? Man kann eben verschiedene Untergründe drucken von Bildern. Also ich zeichne meine Sachen selber und die werden dann per Schablonentechnik eben wiederum. Das ist jetzt so ein Siebdruckfilm, den habe ich gezeichnet und dann sieht es im Druck dann zum Beispiel so auf dem Beutel aus. Also ich mache T-Shirts, Taschen und Turnbeutel zum Beispiel jetzt und viele Bilder eben auch auf Papier drucke ich. Man kann auch auf Leinwand drucken, wenn man irgendwie eine Mischtechnik oder sowas noch verwenden will. Ich werde meine Werkstatt auch offenstellen, ich werde Kurse geben, Geburtstagsfeiern machen, Events. Genau, aber das hauptsächlich als professionelle Druckwerkstatt nutzen, dass auch Künstler hier ihre Ideen oder auch andere Drucke, die sie haben, also die vielleicht vervielfältigen können. Zum Drucken, genau. Ja, genau. Okay. Genau. Dankeschön. Ja. Alles Gute dir. Danke. So, what's your name? My name is Tanya. Tanya, and where are you from? I'm South African. South African, yeah, but you live here. I'm living in Munich at the moment, wow. Yes. And what is your work about?
Well, at the moment, when I first arrived in Munich, I think my immediate impression was people and their dogs. Mm-hmm. It was such a part of society. Mm-hmm. And of course, a Dackel is just typically what I see as typically German. Ich werde es kurz übersetzen, genau für alle, die vielleicht jetzt das Englisch nicht so gut verstehen. Sie kommt aus Südafrika und hat das Erste, was ihr aufgefallen ist in München, dass die Leute mit den Hunden und vor allen Dingen mit den Dackeln natürlich. Yeah. And how did you do it then? These are all in concrete, so mm-hmm. they are sculpted. Mm-hmm. I work as if I am working in a clay or a tun, mm-hmm. But with beton. Mm-hmm. So it's a special artistic beton. Yeah. So, thank you for showing us. It's a pleasure, thank you. Also jetzt sage ich noch kurz hier, dass die aus Beton gemacht sind, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir schauen jetzt zum nächsten Künstler. Pascal, was machst du hier? Ich habe ein Label für Lederprodukte, minimalistische, klare, cleane, schlichte Sachen. Hier, Bayerischer Staatspreis für Handwerk. Genau, das ist ausgezeichnet worden, dreifach mittlerweile, weil ich eine Technik entwickelt habe, die One-Piece-Origami-Faltung. One-Piece-Origami-Faltung, was heißt jetzt das? Genau, heißt alle Produkte, sowohl die kleinen, ich habe sogar auch Taschen, die auf auf dieser Technik basieren, werden aus einem einzigen Stück herausgefaltet. Bedeutet, es ist eine ganze Lederhaut, es gibt einen einzigen Zuschnitt und dieser Zuschnitt wird immer so zusammengefaltet, dass sich das Produkt ergibt. Mhm. Und das ist eben auch mein Anspruch, dass ich quasi jedes Produkt so lange entwickle, bis es wirklich schlüssig und funktional aus einem Stück funktioniert. Also du bist so ein Tüftler, so ein Knobler. Im Endeffekt, es ist viel Arbeit. Danke, du bist mit Leidenschaft dabei. Ich bin das mit Leidenschaft dabei, genau. Das verstehe ich, ein tolles Produkt. Und bin jetzt hier zum ersten Mal aus 5 getrennten Räumlichkeiten, habe ich jetzt in einen gepackt und bin gerade eben beim Einziehen, Einrichten und genau. Ja, danke, dass wir dich kurz besuchen durften. Gerne. Danke. Danke. Also Josef, ich bin ja wirklich begeistert. Was hier gerade alles entsteht, das ist ja unglaublich. Ja, ich bin auch sehr begeistert. Es war auch gerade ein Umbruch. Wir haben jetzt gerade Mieterwechsel gehabt und es hat sich so eine nette Clique zusammengefunden. Ich bin richtig froh, dass das jetzt so schön läuft, dass die sich auch untereinander so gut verstehen. Mhm. Und ich habe gerade erfahren, am 14. November, Samstag, 14. November, ganztags wird ein Tag der offenen Ateliers sein. Oh, hier stattfinden. Und die würden sich freuen, wenn viele Leute kommen und das anschauen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das müssen Sie sich merken, 14. November, dann kommen Sie hierher nach Schwabhausen und zwar in den Ortsteil Stetten. Richtig. Ja? Dann machen Sie es gut, wiederschauen.